Ich wollte ein bisschen was zur Führung mit KPIs erzählen. Es wird ziemlich beispiellastig sein. Also ich werde relativ wenig Theorie erzählen und stattdessen ganz, ganz viele Beispiele aus der Praxis. Für mich wäre es total okay, wenn ihr zwischen rein fragt. Also ja, wenn euch irgendwas auffällt, dann fragt einfach. Ich habe euch eine kleine Agenda mitgebracht. Die erste Frage, wozu KPIs? Vielleicht auch da zum Wording. Ne? Was sind KPIs? Also ich verstehe darunter keine große Magic, irgendwie eine Abgrenzung oder irgendwas, sondern für mich ist das eine Metrik, das ist eine Kennzahl. Ja? KPI steht für Key Performance Indicator, aber um welche Performance geht es da? Das kann um alle möglichen Performances gehen, also in meinen Augen. Ja? Das ist einfach eine Metrik, die zeigt mir, wie funktioniert zum Beispiel mein Team? Ja? Wie funktioniere ich theoretisch als Persönlichkeit? Also das könnte auch sowas sein natürlich wie sowas wie meine Herzfrequenz oder was weiß ich, irgendwelches solches Zeugs. Ja? Das sind natürlich aber auch Dinge, die mein Produkt messen. Ne? Ich meine, worum geht es eigentlich bei dem, was wir den ganzen Tag machen? Eigentlich geht es nicht um uns, es geht aber auch nicht um das Team. Ja? Es geht eigentlich schlicht und ergreifend nur um das Produkt. Ja? Es geht um das Produkt und es geht um den Kunden. Ja? Wenn ich von dem Produkt rede, dann ist immer die Frage, wozu ist mein Produkt eigentlich da? Und die Antwort darauf wäre eigentlich, dass ich nach dem Kundenbedürfnis schaue. Ich schaue nicht mal nach dem Problem. Also wenn man sich so die Bücher und die Literatur anschaut, ja, eigentlich geht man immer mehr weg von diesem Problembasierten. Also dieses Find a Problem to Solve, ja, das ist eigentlich schon nicht unbedingt der in Anführungsstrichen richtige Ansatz, sondern was ist das Bedürfnis meines Gegenübers? Das ist in der Ehe genauso wie in jeglicher Beziehung, ja, das ist in der Kindererziehung so. Wieso schreit ein kleines Kind? Was ist das Bedürfnis, das dahinter steht? Und wie schaffe ich das, dieses Bedürfnis zu befriedigen? Ja? Ihr kennt alle dieses Beispiel von, ich glaube, Henry Ford mit diesem Ding mit dem Autos und den Pferden und so, der dann halt sagt, naja, die Leute wollten schnellere Pferde, ja. Also, ne, es geht nicht um die schnelleren Pferde, sondern es geht um eine Lösung, ja, für das Bedürfnis. Und das Bedürfnis ist, ich möchte möglichst schnell von A nach B kommen, ja. Oder zum Beispiel möglichst viel Krempel transportieren von A nach B, ne. Also, darum geht's, so. Und wie kann ich sowas messen, zum Beispiel, ja. Also auch so ein Kundenbedürfnis, ist sowas irgendwie messbar. Also, das sind diese Dinge, worum es mir an der Stelle geht. Und dann kommen hier so ein paar Beispiele. Ne? Das zweite KPI ist zur Time to Market. Das ist so die Frage, wie schnell kann ich eigentlich meinen Krempel auf den Markt bringen oder letztendlich zum Kunden? Also wie schnell schaffe ich es, dieses Kundenbedürfnis zu befriedigen? Hinter den Metriken, da sehe ich eigentlich sofort, bin ich überhaupt agil? Denn wenn man sich das anschaut, was machen viele? Die haben ein klassisches, super durchstrukturiertes Framework gehabt. Die haben, was weiß ich, alle 2 Monate released. Dann mussten sie aus irgendwelchen Gründen agil hinschreiben, um zum Beispiel neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wie oft releasen die jetzt? Auch immer noch alle 2 Monate. Ja? Das heißt, die sind gar nicht irgendwie agiler. Das ist das Gleiche wie vorher, nur man hat andere Namen. Ja? Also das ist für mich der Weg, wo ich messe, bin ich überhaupt agil, also wo ich den Prozess messe. Dann machen wir eigentlich das Richtige. Also kommt mein Produkt überhaupt an am Markt? Ja, also da geht es darum, das Inkrement zu messen und dann ganz am Ende nochmal als Software-Thema, ne, wie kann ich überhaupt Qualität mir anschauen, also was ist Software-Qualität? Also wozu KPIs? Ich habe jetzt schon ein bisschen Blabla gebracht, ja, ohne Daten ist alles nichts, ja, und da sind zwei so Statements von Kelvin, if you can't measure it, you can't improve it, ja, wenn ich irgendwie keinen Stand habe, dann kann ich nicht besser werden. So ein Beispiel, ne, bei jeder Wahl ist es irgendwie selbstverständlich, da sehe ich Prozentzahlen am Ende des Sonntags, ja, und dann sehe ich Gewinne und Verluste. Da ist es völlig klar, ja, bei sowas wie Politik, ja, reden wir über Zahlen und da reden wir über Verbesserungen oder über Verschlechterungen. Das heißt, bei sowas in Anführungsstrichen wie Politik, wo ganz viel Blabla ist, ja, selbst da gibt es knallharte Metriken. Ja. Wieso haben wir so selten knallharte Metriken? Ja? Fußball, wer hat verloren, wer hat gewonnen? Eine knallharte Metrik. Ja. Benutzt mehr von diesen Metriken. Was ich immer sehe bei Kunden, ja, ich bin unterwegs als Agile-Coach, ist, man misst viel zu wenig. Und das ist der zweite Punkt hier. Without data, you're just another person with an opinion. Ja? Wenn man keine Datengrundlage hat, dann hat man nur irgendeine Meinung. Und wer sagt mir, dass die Meinung stimmt? Weil wenn ich 20 Leute auf der Straße frage, dann kriege ich womöglich 20 Meinungen. So what? Kann ich daraus irgendwas lernen? Meistens leider dann halt nicht. Deswegen, nur Daten in meinen Augen, ich bin Physiker, können uns Führung und Struktur geben. Ja?
Steig mal ein, ja. Ich habe gesagt, okay, ich habe ein paar Beispiele, ja. Das ist so ein Praxisbeispiel. Release Frequency, das ist eine super einfache Metrik, das ist ganz simpel. Einfach zählen, wie oft release ich. Wenn ihr total oft am Tag released, ja, dann ist es irgendwann mal schwierig, das zu messen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch ist in der Lage oder wer von euch ist in einem Softwareprojekt und released so ein paar Mal am Tag. Genau, das überrascht mich jetzt nicht. Das ist nämlich nicht die Regel, ja, davon wird immer nur erzählt. Das ist eine einfache Möglichkeit, ja, um einfach zu schauen, wie oft gehe ich denn in Produktion. Das ist so ein Praxisbeispiel von dem Team, ne, und da sieht man, wie oft die halt in Produktion gehen. Sowas haben wir einfach mal gemacht, und worauf ich immer raus will, ist, solche Dinge, die sind hilfreich auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist immer für mich als Team. Ja. Ich lerne daraus, ja, für mich selber, wie agil bin ich vielleicht. Und das Zweite ist, die zweite Ebene ist das Management. Ich kann über solche Zahlen und Charts sehr gut transportieren gegenüber dem Management oder einem Stakeholder, was wir eigentlich tun und wieso wir etwas tun sollten, vielleicht auch wie wir es tun und wie wir Dinge verbessern können oder sollten. Und aus so einem Grund ist nämlich dieses Ding da entstanden, weil das Management hat uns nämlich gefragt, ja, und das ist auch der Grund, wie ich zu diesem ganzen KPI-Krempel da komme, den ich inzwischen extrem exzessiv eigentlich auch benutze, ja. Das Management hat uns gefragt, naja, hier, also was tut ihr eigentlich den ganzen Tag und woran sehe ich eigentlich, dass es irgendwie besser geworden ist als früher? Und an so was sehe ich schon deutlich dann, dass es vielleicht besser geworden ist als im klassischen Ansatz, weil hier gab es nämlich früher alle 2 Monate ein Release, ja, und jetzt sieht man, das Team ist in der Lage, viel öfter in Produktion zu releasen, und letztendlich bringen die wirklich hier Features in Produktion. Also das ist ein Team, die haben 2 Wochen Sprints, ja, und die releasen normalerweise auch während des Sprints schon Features. Da sieht man auch, es gibt manchmal vielleicht auch Probleme, und das ist nämlich dieser Punkt. Ja, vorher in dem Vortrag über Evidence-Based Management haben wir das gesehen. Man muss immer aufpassen bei Metriken, ne, die kann man auch leicht fehlinterpretieren. Wenn ich hier sehr hohe Zahlen habe, dann können die auch Probleme hindeuten, denn dieses Team hat teilweise 3-mal am Tag released, aber nicht 3-mal am Tag, weil sie 3-mal am Tag ein tolles Feature hatten, sondern die mussten 3-mal am Tag releasen, weil die Produktion nämlich kaputt war. Und dann haben sie quasi morgens released, die Produktion kaputt gemacht. Dann haben sie nach ein paar Stunden gemerkt, oh, oh, wir haben ein Problem. Dann haben sie gedacht, sie können es fixen. Oh, oh, nach ein paar Stunden nochmal released, gemerkt, okay, Mist, hat nicht geklappt. Und dann irgendwann abends kam dann das 3. Release des Tages, und das hat zum Glück dann das Problem erschlagen. Ne? Also nur so ein Beispiel, ne? man sieht, ja, solche Metriken, Obacht. Ja? Trotz allem, so eine Metrik bekomme ich quasi geschenkt. Ja? Und die kann ich benutzen für mich, auch vielleicht, um zu sehen, oh, oh, hier ist was im Argen. Als auch gegenüber dann halt dem Management, um zu transportieren, wir haben hier Verbesserungen erzielt. Kurze Frage zu den Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Also wenn du dem Management sowas zeigst und denkst, okay, das Team hat jetzt im Vergleich zum klassischen Management doppelt so oft released, ist dann die Erwartungshaltung des Managements nicht, dass es kontinuierlich immer besser wird, beziehungsweise immer mehr wird? Also hast du es geschafft, dann auch gleichzeitig zu sagen, hey, wir müssen nicht unbedingt nur die Release-Häufigkeit erhöhen, sondern halt einfach auch gucken, dass unsere Qualitätssicherung stimmt? Ja, genau. Also das klappt normalerweise, wenn man denen dann klar macht sozusagen, was ist eine gute Größe. Also wenn ich so einen Chart zeige in einem Meeting, ne, dann sage ich natürlich auch immer, was ist das, die Zielgröße. Also ich sage immer, hier zum Beispiel sehr, sehr oft ist nicht gut. Ja, aber ich sage natürlich, ihr seht hier, die schaffen früher Wert. Ja, und dadurch, dass sie eben dann früher Wert schaffen, sehe ich ja an anderen Metriken dann auch, dass ich zum Beispiel mehr Kunden gewinne. Ne, und dadurch habe ich dann wieder eine Metrik, die sehr, sehr stark auf Outcome fokussiert ist. Ja, und das ist dann wieder das, was dann interessiert. Also genau, man muss dann Subtext mitgeben. Aber das Verständnis dafür, das entsteht normalerweise. Und es ist eine Sprache, die das Management, die solches Zeugs versteht das Management. Das ist eine Sprache, die wird angenommen, ja, und damit sorgt man für Ruhe. Also dieses Don't disturb the team, ja, das erreicht man durch solches Zeugs in meinen Augen. Und woran machst du deine Benchmark fest? Also wenn du jetzt sagst, okay, das ist die perfekte Release-Häufigkeit für uns? Die gibt's nicht. Das kommt drauf an, ja, also ganz, ganz klar. Das ist die Frage auch, wie viele Entwickler habe ich und schaffe ich es halt, Wert zu liefern? Also wenn ich es schaffe, sozusagen extrem schnell dann Wert zu liefern, ja, dann ist gut, dann brauche ich halt eine hohe Zahl. Ich sage gleich was zur Cycle Time noch, ja, und daran sieht man das vielleicht nochmal deutlicher, ne, also was da gut ist und was da schlecht, ne, weil ich muss ja immer, also so ein Release, eine Release Frequency hier sehe ich ja nicht, welche Features gehen raus, ja, also ich muss ja irgendwas haben, was mir Euros bringt, ja, um dann noch mehr zu sehen. Also das ist eine einfache Metrik, aber ich brauche ergänzende noch dazu. Ja? Okay, danke.
Jetzt nochmal kurz so ein bisschen Theorie, ist glaube ich schon klar, ne? Ohne Metriken, da wissen wir eigentlich nicht, ob wir erfolgreich sind. Ja? Wir wissen nicht, wo wir stehen. Ja? Wir wissen nicht, ob wir besser werden. Vor allem das Management weiß überhaupt nicht, was wir tun. Und wie oft habe ich gehört, naja, das Management lässt uns nicht in Ruhe, wir können gar nicht agil arbeiten, die vertrauen uns nicht. Ja, wie soll denn Vertrauen entstehen? Vertrauen muss man sich erstmal erarbeiten, ja? Und Vertrauen schaffe ich durch Transparenz und Vertrauen schaffe ich, indem ich dann die Leute auch abhole, indem ich auch ihre Sprache spreche. Und die Sprache des Managements zum Beispiel ist so eine blöde Diagrammgrafik wie gerade, aber es ist ja heutzutage nicht schwer, sowas zu erzeugen. Das geht mit 3-4 Klicks in Excel, ja, und schon ist das Management glücklich, ja, und dann hat man den ganzen Ärger zum Beispiel auch vom Hals, ja. Also wenn ich 15 Minuten einen Statusbericht machen muss mit so ein paar so komischen Grafiken und dafür habe ich dann mehrere Wochen Ruhe, ja, dann investiere ich halt die 15 Minuten. So what? Wem tut das weh? Und Stück für Stück habe ich dann Vertrauen und irgendwann brauche ich vielleicht diese 15 Minuten nicht mehr, ne? Also letztendlich hilft es mir aber auch, weil ich weiß, wo es lang gehen soll. Also wenn ich es nicht habe, habe ich es nicht. Also hier nochmal das Ganze invertiert. Ne? Mit KPIs können wir Erfolg messbar machen. Wir sehen die Verbesserungen. Ja. Und zum Beispiel hier der dritte Punkt, ganz, ganz wichtig. Ja. Wir können dem Management auch klare Handlungsempfehlungen geben, weil wir wissen, was schafft Wert und was tut es nicht. Und dann können wir dem Management auch knallhart sagen, hier Handlungsempfehlung, Option A, Option B, nimm vielleicht lieber Option A. Die sind total dankbar, weil woher soll denn das Management sonst wissen, also wenn ihr die Brille wechselt, wie sie sich zu entscheiden haben? Ja? Die wollen ja eine Entscheidungsgrundlage von uns haben. Und eine Entscheidungsgrundlage können halt wieder Daten sein. Ne? Also mit KPIs haben wir Orientierung und Führung. Genau. Springen wir rein nochmal zu diesem Thema Release Frequency oder sind wir denn eigentlich agil? Ne? Also wie schnell sind wir eigentlich? Also messen wir eigentlich, wie schnell wir sind oder ob wir agiler geworden sind als mit dem klassischen Ansatz? Ja? Das finde ich ist total essentiell und was ich merke ist, ganz viele tun das nicht. Ganz viele messen einfach, wie viele Story Points habe ich irgendwie geschafft? Ja? Dann gucken sich die Leute noch an, irgendwelche Burndowns. Ich mache keine Burndowns, mich interessieren Burndowns vorne und hinten überhaupt nicht. Wozu soll ich einen Burndown irgendjemandem zeigen? Was lerne ich da draus? In meinen Augen lerne ich da gar nichts, weil es fokussiert nicht auf Outcome, fokussiert nicht auf den Kunden, es fokussiert nicht darauf, wie schnell ich ein Kundenbedürfnis befriedige, es fokussiert vielleicht ein bisschen darauf, ob mein Team funktioniert. Aber dafür brauche ich keinen Burndown, das sehe ich anders. Das sehe ich, indem ich mit den Menschen zum Beispiel auch vielleicht auch mal rede. Ja? Also ich sehe Scrum Master, die sitzen den ganzen Tag vor ihrem Jira und gucken sich das Burndown an. Das ist interessant, aber so komme ich nicht voran. Ja? Ich muss in den feinen Kontakt, ja? Im Zweifel mit dem Entwickler, muss ich mit dem sprechen, mich nebendran setzen, auch als Scrum Master. Ja? Den als Mensch ernst nehmen, sehen, was für Probleme er in der Arbeit hat. Die sehe ich nicht in irgendeinem Burndown. Genau, deswegen, Time to Market. Metriken, die wichtig sind, in meinen Augen, Cycle Time, Lead Time, Time to Learn. Es gibt ganz verschiedene und die will ich euch jetzt einfach mal kurz präsentieren. Cycle Time. Die Cycle Time ist die Metrik quasi, kommt aus Kanban zwischen, der Entwickler fängt an, irgendwas zu programmieren, bis der Krempel ist in Produktion. Das heißt nicht irgendwie, der Entwickler fängt an zu programmieren, hört irgendwann auf, das Ding ist dann und ist auf irgendeiner Testumgebung. No. Bis das Ding beim Kunden ist. Das ist die Zeit. Ja? Sowas kann ich messen, zum Beispiel mit Excel. Mit Jira ist es oft schwierig, weil Jira misst sowas vielleicht automatisch, aber nur bis die Story auf Done ist. Und ist dann in Produktion oder ist dann irgendwie auf irgendeiner Teststage? Bei uns ist es nur, ist auf irgendeiner Teststage, deswegen kann ich Jira nicht benutzen. Ich muss also wirklich gucken, wann ging das Release in Prod und wann haben wir damit angefangen und dann habe ich diese zwei Zahlen in Excel und dann ziehe ich die voneinander ab, ja, und dann kriege ich sowas wie da drüben, ja, und dann kriege ich da natürlich auch noch Durchschnittswerte. Also, ne, wir haben es halt geschafft hier zum Beispiel, 6 Stories oder Features in kleiner als 7 Tagen von Anfang Entwicklung bis in Prod zu schubsen. Dann dafür oder wenn alles drin ist, also wenn es von vorne bis hinten drin wäre, wäre es auch geeignet. Genau, wenn dann wirklich Produktion ist, ist es okay. Ich sehe nur oft bei Kunden, dass es halt nicht so ist, ja? Sondern dass man damit nur meint, ich habe die Entwicklung abgeschlossen. Okay, danke. Das heißt, hier habe ich es wirklich geschafft, in
bei 6 Features, ja, also einfach jetzt mal nur gezählt, da ist jetzt nicht drin, ob die groß oder klein sind, aber die sind alle wertschaffend, die schaffen alle irgendwas. Das kann auch nur sein, ich habe einen Button statt grün jetzt rot gemacht, ja, aber trotzdem sind 6 von diesen Dingern in kleiner als 7 Tagen halt in Produktion gegangen. Schon mal ein ganz cooler Wert, finde ich. Andererseits sehe ich natürlich auch, ich habe einige, die brauchen länger als 30 Tage. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel wieder reingehen und sagen, also ich für mich als Team, wieso sind denn hier welche, die so lange gebraucht haben? Und was kann ich optimieren, dass das nicht passiert? Da kann ich was lernen, ja, für mich als Team. Gegenüber dem Management kann ich sowas vielleicht auch benutzen, weil vielleicht sind da irgendwelche Fremdsysteme beteiligt oder anderen Abteilungen und da lagen irgendwelche Dinge rum. Dann kann ich gegenüber dem Management argumentieren und sagen, okay, unser Teil war jetzt nur so klein, bei den anderen war der Zeitanteil aber so groß. Ja? Wie kriege ich das quasi hin, dass ich diesen großen Zeitblock kleiner machen kann? Ja? Also ihr seht, da kann man viel draus ziehen schon. Ja? Und es ist total einfach, sowas zu messen. Ja? Und in meinen Augen halt auch, nur wer da eine wirklich kleine Zeit hat, der ist wirklich agil. Ja? Und wenn diese Zahl klein ist, mit einer hohen Release-Frequency, dann schaffe ich zum Beispiel Wert. Das kann man auch ganz klar wieder transportieren. Die Lead-Time ist so eine ähnliche Metrik. Ne? Da geht es darum, wie schnell komme ich quasi von meiner Idee bis in Produktion. Ja? Hier ist so ein Beispiel, also es ist oft schwieriger zu messen, weil die Frage ist, wo ist denn eigentlich die Idee entstanden? Aber hier links, wie ich sowas zum Beispiel teilweise mache, wir haben ein Feature, das ist angefordert, kam aus dem Gespräch mit dem Management. Einen Tag später war schon das Refinement mit dem Scrum-Team, also da sieht man, fast keine Delay. Ja? Direkt danach, nächster Sprint, man beginnt mit der Umsetzung. Das war halt so ein top priorisiertes Ding, deswegen ist es sofort reingerutscht in den Sprint, ja, an allem anderen vorbei. Wurde gemacht, ja, 2 Wochen Vorstellung im Sprint-Review, da war das Management wieder dabei, hat gesagt, okay, Daumen hoch, go for it. Ging dann an den Dienstleister, da sieht man schon, oh, wieso geht das an den Dienstleister und wieso dauert das 4 Tage zwischen dem Management, sagt go for it und das geht an den Dienstleister, warum geht das nicht hier schon in Prod, ja? Okay, ist irgendwas, ja. Und dann geht es halt hier nochmal weiter. Das heißt, es liegt da nochmal eine ganze Weile rum, beziehungsweise der tut irgendwas da damit, ja. Also das ist ein Beispiel aus der Praxis wirklich, bis zum Go Live. Trotz allem sieht man, es ging halbwegs schnell und ich kann ganz schön viel Learnings daraus ziehen. Sowohl für mich, als auch wenn ich sowas später dem Management präsentiere. Weil das Management sieht zum Beispiel, okay, alles klar. Ich habe also den Krempel im August bei denen eingekippt und im Oktober kam dann da irgendwie was beim Kunden an. Da kann man dann drüber sprechen. Da kann man auch über Performances von Teams sprechen. Da kann man über Abläufe reden. Da kann man über Schnittstellen reden. Also für mich ist das was hin und wieder einfach wertvoll sein kann, sowas aufzunehmen. Ich nehme das nicht immer, ja. Manchmal ist es sinnvoll, ja. Und es geht eigentlich auch recht schnell. So ein anderes Beispiel noch. Nochmal on top, ja. Auch so eine Time-to-Market-Metrik. Time-to-Learn. Wie lange dauert es eigentlich, bis ich Feedback von meinem Kunden bekomme, ja? Hier ist auch so ein Beispiel. Ich fange irgendwann mal an, ich kriege irgendwann eine Beauftragung von dem Kunden hier im Juni. Ne? Dann irgendwann beginne ich mit der Umsetzung, ja, hier ein bisschen später. Dann habe ich eine Cycle Time von 13 Tagen. Also ich habe ein Ende der Umsetzung noch dazwischen am 9.7. und am 10.7. geht es dann irgendwie live. Das heißt, ich sehe, wie schnell brauche ich, ja, Cycle Time 13 Tage. Ich sehe aber auch hier meine Deployment Lead Time, also wie schnell bringe ich Dinge, wenn der Entwickler fertig ist, also der Entwickler hat jetzt nichts mehr zu schreiben, meine Software ist da, wie schnell wandert die dann über die Stages zum Beispiel Testabnahme bis in Prod. Ja? Wenn ich da mehrere Wochen habe, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich Paketierungsprobleme habe, dass ich viel manuell testen muss. Wenn es sehr, sehr schnell geht, kleiner ein Tag, dann habe ich wahrscheinlich alles automatisiert. Das war hier der Fall, da ist alles automatisiert. Das war ein Web-Thema, ja, da gibt es keine manuellen Tests mehr, beziehungsweise nur kurz explorativ, aber deswegen schafft man sowas, so ein Deployment innerhalb von einem Tag, im Prinzip innerhalb von Minuten. Ne? Was sehe ich? Ich sehe dann irgendwann, hier ging es um Bestellungen, da geht eine erste Bestellung ein, dann tracke ich natürlich diese Bestellungen und das heißt, ich kriege quasi dann irgendwann mal Feedback. Ja? Hier waren es zufällig 30 Tage, passt also diesem Ding Build Working Software in less than 13 days. Ja? Man sollte sich jetzt hier halt von Anfang an dann auch überlegen, was ist denn Erfolg? Also wenn es um diese Time to Learn geht mit diesen Bestellungen, dann muss ich mir halt auch überlegen, ja, was ist jetzt dann Erfolg? Sind es eine Bestellung, 2 Bestellungen, 3 Bestellungen, ja, welche Kunden und so weiter. Ne? Trotz allem, ja, ist das eine total wichtige Metrik, denn ohne Kundenfeedback ist halt alles nichts. Ja? Wenn ich kein Feedback vom Kunden habe, kann ich meine Dinge nicht besser machen. Und was ich
vorher schon hatte, ne? Ich kann das Kundenbedürfnis ja überhaupt nicht befriedigen. Ne? Ich will das Kundenbedürfnis befriedigen. Also muss ich auch irgendwie messen, ob dieses Kundenbedürfnis befriedigt oder erfüllt ist. Und das geht halt über sowas wie diese Time-to-Learn-Feedback-Loops. Ja? Da kommt auch gleich noch eine Folie dazu. Hier nochmal dieses Praxisbeispiel mit der Deployment-Lead-Time. Ja? Das heißt, ich kann messen, wie schnell komme ich eigentlich in Produktion, ja? Reines Deployment, ja, mit so einer Metrik kann ich dieses ganze DevOps-Geschwafel quasi erledigen, ne? Also weil DevOps ist so ein Buzzword, ne? Alle im Management haben das verstanden inzwischen, dass das ein tolles Wort ist und so. Das heißt, wir haben immer wieder zu hören, wie macht ihr denn DevOps? Wir müssen ein gemeinsames DevOps-Team aufsetzen und so weiter. Da hatte ich keinen Bock mehr auf die Diskussion, dann habe ich das da gebracht, dann war die Diskussion erledigt, ja. So, weil der Witz ist halt hier, wenn ich eine extrem hohe Test- und Deployment-Automatisierung schon habe, ja, sagen wir, das habe ich einfach oder da möchte ich hin von mir aus, ja, dann kann ich eine extrem kleine Deployment-Lead-Time erreichen. Ja. Ob jetzt das irgendwie DevOps heißt oder irgendwie anders, so what. Ja. Und hier hatten wir sowas. Ja. Das heißt, normalerweise, da läuft alles automatisiert, also diese ganzen Tests, das ganze Deployment und dann muss man nur noch auf den Knopf drücken und da gibt es hier zwar eine Betriebsführung, die kriegt dann eine E-Mail, wenn die diese E-Mail hat, drückt die auf den Knopf, ja, und dann ist es in Produktion. Und die Reaktionszeit von der Betriebsführung auf diese E-Mail ist in den meisten Fällen, hier sieht man das, kleiner 10 Minuten, ja, das ist quasi instantan, ja, und daran sieht man, ja, dass man hier halt sehr, sehr nahe in so einer Art DevOps-Mentalität dran ist und dann wird man diese ganzen Diskussionen auch los, wenn man sowas wieder hat. Und sowas kann ich auch wieder relativ einfach messen, ja, weil ich weiß, wann wurde ich fertig, ich weiß, wann ist es wirklich in Prod, da kann ich Log-Auszüge nehmen oder ich kann irgendwelche E-Mail-Zeitstempel nehmen oder so. Das ist ganz einfach, sowas zu erfassen. Was man auch dann machen kann, ist halt auch sowas wie die Downtime, ne? Also wie viel ist eigentlich mein System down, wenn ich deploye oder habe ich halt ein Blue-Green-Deployment, das quasi komplett reibungslos läuft. Und mit der ganzen Cloud-Magic und Kubernetes und was wir jetzt alles heutzutage haben, ich meine, es ist ja total cool, ja? Ich habe eigentlich keine Downtime mehr. Die Downtime sollte null sein, ja? Das ist ganz klar das Ziel. Aber da kann ich auch wieder dem Management Geld rausleiern und ihm nämlich sagen, hier, ja? Das ist deine Shop-Plattform, du hast aber eine Downtime von 4 Stunden, ja, am Sonntagnachmittag, wo alle auf dem Sofa rumhängen und kaufen wollen, ja, das ist vielleicht nicht so der Hit, ja. Dann kriege ich wieder Geld, um zum Beispiel halt zu sagen, meine Downtime, ja, mein Ziel ist null und da komme ich dann hin und dann kann ich das sukzessive messen und dann da auch wieder hinkommen, ja. Also finde ich es irgendwie wertvoll, gibt mir Führung, gibt mir Struktur. Ich muss es aber lernen, ne? Ich muss da investieren, dass ich solche Zahlen hierher kriege und so, ja, dass ich alle manuellen Aufwände weg habe, dass ich die perfekte Testpyramide habe. Das kostet mich erstmal Geld. Ne? Aber wenn ich das dann eben Stück für Stück messe, dann kriege ich das Geld vielleicht auch vom Management, weil die dann nämlich direkt wieder sehen, was für einen Mehrwert das liefert. Ne? Das ist wieder komplett transparent. Ja? Machen wir eigentlich das Richtige. Kundenfeedback. Hatten wir vorher schon mal. Für mich ist das eines der Schlüsselprinzipien schlechthin, ja, und auch mit dieser Folie, Lean Startup, Build, Measure, Learn, ja, dieses Buch, total cool, diese Idee, in meinen Augen total cool, sind nur diese drei komischen hier Kringelkreise, ja, dieser Cycle, ja, das ist ein einfaches Prinzip für das Produktmanagement und es ist einfach schlicht und ergreifend in meinen Augen genial, ja. Ich orientiere mich immer am Kundenbedürfnis, ja, ich baue irgendwas, Bild, ich messe dann, also hier sind quasi die KPIs schon eine Grundvoraussetzung, die Erfassung von KPIs ist eine Grundvoraussetzung für Lean Startup. Wenn ich nicht messen kann, bin ich eigentlich schon raus, ja, ganz viele messen nicht, damit kann ich das nicht anwenden, deswegen bin ich in meinen Augen dann auch nicht erfolgreich. Erfolgreiches Produktmanagement braucht sowas, weil wie soll ich denn sonst Erfolg messen, ja? Also ich baue was, ich messe das, ich lerne dann da draus direkt, ja, und dann mache ich direkt weiter. So ein Beispiel dazu, wie wir das machen, wenn wir dem Kunde eine Produktentscheidung geben, ja, stellt euch vor, sowas wie, möchten Sie Ihren Krempel mit DHL verschickt haben oder mit UPS? Dann würde ich das, habe ich vielleicht eine Präferenz als Händler, ja, ich würde messen, wie oft wählt der Kunde UPS und wie oft wählt er DHL. Wenn ich das dann messe oder gemessen habe, kann ich direkt irgendwie den Kunden versuchen, auf das eine oder andere zu lenken, ja, und dann letztendlich direkt wieder sehen, habe ich da irgendwie was draus gelernt. Also wie so eine Art A-B-Testing, ja, und das mache ich, und wenn ich da sehr, sehr schnelle Zyklen habe, garantiert mir das eigentlich den Erfolg automatisch, ja, weil ich orientiere mich ja immer an harten Zahlen. Ich habe Hypothesen und die überprüfe ich sofort, ja.
so ein Beispiel noch hierzu, Usage Index. Also ich habe irgendwie ein paar tausend Nutzer zum Beispiel und ich habe ein paar Features in meinem Produkt. Ich messe einfach mal, wie oft werden diese Features benutzt über eine gewisse Zeit. Das kann ich ganz einfach machen, jetzt wieder in der Praxis. Ja? Das kann ich einfach im Backend zum Beispiel, also je nachdem, manchmal hat man das nicht, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten ein Backend, da kann ich ganz einfach tracken, ich schreibe nämlich einfach in ein Log-File. Und danach ja, habe ich irgendwie ein Grab-Statement oder irgendwas und das zieht mir aus diesem Log-File technisch einfach dann diese Tracking-Dinge und zählt die zusammen. Fertig. Da kommt dann ein Excel raus und das war's. Das Excel guckt sich dann der Product Owner an oder ich und dann basteln wir irgendwelche komischen solchen Dinger und mit denen kann man dann wieder operieren und überlegen und schauen. Was sieht man nämlich hier zum Beispiel? Die ganzen Menschen nutzen ja kaum Features. Das hier sind Zahlen mit von einem Informationsportal. Das heißt, was wir daraus gelernt haben ist, die Leute benutzen gar nicht so viele Features, die in diesem Portal sind, sondern die melden sich einfach nur an, um zu gucken. Ja? Den Schluss, den wir daraus gezogen haben, hier war zum Beispiel, dass wir noch mehr Informationen da reinpacken müssen, weil die Kunden sich anscheinend hauptsächlich primär über dieses Portal ja, informieren. Da haben wir was daraus gelernt. Ansonsten kann ich daraus halt auch ziehen, und das haben wir auch immer wieder gemacht, zu überlegen, welches Feature baue ich aus. Auch so ein Thema Fake-Door-Testing. Das heißt, ich baue diese Features auch wieder Lean Startup erstmal überhaupt nicht aus, ja, sondern ich habe nur was ganz, ganz Schlankes, sehe, wie oft klickt der Kunde da drauf. Wenn der Kunde ganz, ganz oft draufklickt, dann automatisiere ich immer mehr. Genauso sind wir hier zum Beispiel teilweise vorgegangen in so einem Umfeld, ja, und konnten dem Management auch dann immer argumentieren, wieso wir zum Beispiel dieses Feature hier weiterentwickeln und da viel Geld reingesteckt werden sollte und hier nicht so sehr. Ja. Weil sonst hat natürlich vielleicht wieder jeder Manager so sein eigenes Thema, das er gerne pushen will. Wenn ich solche Zahlen habe, dann kann ich sagen, na guck mal, der Kunde macht hauptsächlich dies und das. Ja, und deswegen ist es wertvoll, an diesem dies und das irgendwie weiterzuentwickeln. Ja, also das kann sehr, sehr hilfreich sein, um werthaltig zu optimieren und um diese Ressourcen, die ich habe, möglichst gewinnbringend einzusetzen. Auch so ein Thema dazu noch, ja, Conversion Rate. Nimmt der Kunde mein Produkt quasi überhaupt an? Ja, interessiert er sich überhaupt? Wir messen, wie oft bieten wir dem Kunden zum Beispiel so ein Produkt an. Diese Zahlen hier oben sind Deltas über einen gewissen Zeitraum. Zum Beispiel zeigen wir auch solche Zahlen in jedem Sprint-Review dann, also alle 2 Wochen. Und dann sieht das Management auch alle 2 Wochen, okay, das Produkt wurde so und so viel 1000 Leuten angeboten, das Delta war so und so viel, ja, und so viel haben das Ding dann gekauft. Ja, und das Delta ist so und so viel, die Conversion Rate ist so und so hoch, das Delta zu dem Vorsprint ist so und so groß, passt es nicht, wollen wir dagegen steuern oder nicht, ja. Das kann ich auch alles super einfach messen. Ja? Entweder über Frontend-Tracking, ja, ich weiß nicht, was ihr da einsetzt, falls ihr sowas habt, oder wieder über so eine Backend-Geschichte. Schreibt einfach Krempel in Logfiles oder auf irgendeine Datenbanktabelle. Ja, das geht ganz einfach. Das ist nur eine Zeile Code im Zweifel, ja, und schon habt ihr irgendwie Zahlen. Ja? Ich weiß, manchmal muss man noch Dinge verschlüsseln und so weiter. Trotz allem, es ist oft viel einfacher, als man eigentlich denkt. Und man sieht halt über sowas dann, wird eigentlich das Produkt angenommen, also wollen die Kunden dieses Produkt haben. Hier sieht man, die Conversion Rate ist super gut. Das heißt, sie wollen dieses Produkt. Ja? Wenn dem nicht so ist, kann man sich überlegen, ist die Kundenansprache eine falsche? Also einfach mal quasi am Wording rumschrauben. Ja? Man kann überlegen, ob die UX irgendwie falsch ist. Ja? Ob die Kunden schnell genug quasi da überhaupt hinkommen oder Abbruchpunkte haben. All sowas kann ich an der Stelle wieder messen. Und wenn ich kurze Feedback-Cycles habe, ja, dann kann ich das ja auch wieder direkt optimieren. Ja? Qualität sichtbar machen. Defects zum Beispiel, also Softwarequalität. Ne? Die Frage ist ja auch immer, bin ich bereit, ja, als Management Geld in Softwarequalität zu investieren? Und auch da, ja, sehe ich ganz oft, dass sowas dann nicht gemessen wird. Da wird dann nur gesagt, oh je, wir haben so viele Fehler in der Software. Und dann kommt die Frage, naja, wie viele sind es denn überhaupt? Und sind die eigentlich schlimm? Ja? Und dann gibt es keine Aussage. Ja? Hier war das so, das war ein anderes Projekt, da bin ich reingekommen. Ja, die hatten hier ein massives Problem, das waren halt sehr, sehr viele Fehler und die waren tatsächlich auch, man sieht hier, KPI kann vielschichtiger sein, also wie schlimm sind eigentlich die Fehler, wie alt sind diese Fehler zum Beispiel, weil wenn die sehr alt sind, dann interessiert sie wahrscheinlich eh keinen, gibt es da Workarounds. Die hatten einige sehr schlimme Fehler und haben da sehr viel Geld verloren. Die mussten vertraglich Strafen bezahlen und was weiß ich. Und dann hat man halt gesagt, okay, das muss besser werden, ja. Also haben wir diese Metrik halt erstmal aufgesetzt, ja, so viele Fehler haben wir und dann haben wir halt geguckt, Stück für Stück, ja, auch hier sieht man über einen sehr langen Zeitraum, ja, das sind 1,5 Jahre, werden wir besser oder nicht, ja,
Und dann sind wir natürlich auch immer wieder in Plateaus gekommen und hier hinten sind halt Fehler, die nicht so schlimm waren. Ja, das sieht man jetzt hier nicht so deutlich anhand nur dieses einen Charts. Ne? Aber trotzdem, das hat gegenüber dem Management auch extrem geholfen, sowas zu haben, sukzessive, ja, weil man quasi immer sagen konnte, hier Leute, guckt mal, ja, da tut sich was. Ja, wir haben einen klaren Auftrag von euch, ja, Fehler reduzieren, das tun wir, ja. Und das hat einfach auch ordentlich Ruhe in den Karton gebracht, ja. Weil davor sind immer alle aufgescheucht gewesen und rumgerannt wie die wilden Hühner, wenn sich mal wieder jemand beschwert hat, ja. Und so konnte man halt sagen, ist richtig, wir haben aktuell noch Probleme, ja, dem ist so, ne, aber man sieht auch ganz, ganz klar, es wird besser, ja. Was man da auch noch messen kann, ja, sehr einfach, ist zum Beispiel die Anzahl der Support-Anfragen. Ja? Also geht da, überlegt mal, wer ist denn mit dem Kunde in Kontakt? Also ein Thema können natürlich sein App-Bewertungen oder so oder Bewertungen auf irgendeinem Online-Portal. Kunden können ja heute alles bewerten über die verschiedensten Portale, je nachdem, in welchem Umfeld ihr unterwegs seid. Vielleicht habt ihr aber auch einfach eine Hotline, die sich um euer Produkt kümmert. Schaut mal, redet mal mit den Kollegen, die dafür zuständig sind, falls die nicht bei euch im Team sind, ja? Und guckt euch diese Support-Anfragen mal im Team an. Ich habe ein Team, da wird sogar teilweise First-Level-Support gemacht. Da geht der PO einfach hin, ja, und wenn es dem stinkt, dann ruft er den Kunden einfach an. Ja. Da haben wir unglaublich cooles Feedback bekommen, ja, weil die Kunden natürlich total froh sind teilweise. Die sagen dann, oh, jetzt habe ich mich da schon so oft beschwert und hier und da, ich bin ja so froh, dass mir jetzt endlich mal jemand hilft. Ja. Und was gibt das vor allem, ja, für eine coole Rückreaktion an die Entwickler dann, ja? Weil wenn die sehen, ey, boah, da ist da draußen ein Mensch, dem wurde wirklich geholfen, dem sein Tag ist heute besser, der ist heute Abend besser gelaunt, ja, der hat mehr Spaß mit seinen Kindern, weil der hat nämlich ein Problem weniger, dann pusht es die Entwickler, das pusht euer ganzes Team unglaublich, ja? Also versucht da wirklich in den Kontakt zu kommen, so nah es irgendwie geht mit dem Kunden. Und es geht zum Beispiel über eben solche Themen wie, schaut euch solche Supportanfragen an, guckt, wie hoch ist diese Anzahl, um was geht es da? Einfach um rauszufinden, was ist an eurer Software gut oder vielleicht auch nicht so gut, wenn ihr auch in einem Legacy-Thema unterwegs seid oder so. Code-Metriken. Ich denke, das ist auch was ihr alle kennt. Ich glaube, inzwischen ist es schon relativ verbreitet, muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Früher war das noch mehr ein Thema, weil das nicht so automatisiert gemessen wurde. Ich bin aber jetzt auch wieder im Kontext unterwegs. Die hatten keine Messung quasi ihrer Testabdeckung. Ja? Und dann hieß es immer nur, ja, auf die Zahl kannst du eh nicht bauen. Das funktioniert eh alles nicht. Ja? Sowas in meinen Augen ist ein No-Go. Ja? Das muss aufgeräumt werden. Wenn ich nicht weiß, ja, wie irgendwie mein Code tickt, also wenn ich nicht sagen kann, auch hier natürlich, ich kann alles faken, ganz klar, ja, aber wenn ich da gar keine Metrik habe, gar keine Hand habe, woher weiß ich, ob die Qualität von meinem Produkt irgendwie halbwegs okay ist oder nicht? Und was bedeutet das, wenn die Qualität nicht okay ist? Das bedeutet, ich schaffe Legacy-Code right from the start, egal ob ich auf Greenfield starte oder nicht. Ich kann auf dem Greenfield starten, irgendwelche Leute da reinschmeißen, irgendwelche Leute, meine ich, irgendwelche Entwickler, wenn die sich nicht irgendwie einigen, dass sie Bock auf Clean Architecture, Clean Code oder sonst was haben, die schaffen das innerhalb von wenigen Wochen, komplett unwartbaren Code zu machen. Und dann kann ich nach ein paar Monaten kommen und alles wieder wegschmeißen. Ja? Versucht, sowas zu vermeiden. Sowas geht durch klare Regeln wieder, ja, sowas geht auch durch ein Mindset, ja, durch Ideen, ja, sozusagen, ganz klar. Sowas geht aber auch dann, ja, wenn ich von Anfang an zum Beispiel schaue, ja, Code zu messen, ja, indem ich mir einfach schaue, wie viele Code-Applications habe ich, wie viele quasi hier Sonar-Bugs oder Lint-Bugs oder es gibt ja tausende Tools, die sowas messen, Check-Styles, ja, und so weiter. Also wie steht es hier um die Qualität von meinem Code, ja, wie sind die Klassen, wie viele Zeilen sind in den Klassen, ja, wie ist die zyklomatische Komplexität, ja, auch sowas natürlich wie die Testabdeckung, ja. Wie hoch ist die Unit-Test-Coverage und so weiter. Einfach um zu sehen, ja, wie ist der Zustand des Codes. Ja? Denn ohne Code-Metriken ist halt Qualität echt schwer ersichtlich und ohne sowas kann ich dem Management ja auch nicht gegenüber argumentieren, dass was vielleicht länger dauert, als wenn er irgendwie das von 3 Freelancern zusammenschustern lässt, abends zwischen 20 und 22 Uhr, die nebenher noch den FC Bayern in der Champions League gucken. Ja? Und dann frage ich mich 2 Monate später, wieso denn irgendwie meine Software so buggy ist. Ja? Also ne, da sieht man irgendwie das Thema. Ne? Gut, ich glaube, wir sind eh in der Zeit so ein bisschen. Ne? Ja, also ich versuche mal einfach zum Schluss zu kommen und dann habt ihr ja noch Zeit für Fragen.
Schluss ist für mich, also ich hoffe, ich habe ein paar Beispiele gegeben, dass KPIs super wertvoll sein können. Die können Orientierung und Führung geben. Die kann man ganz oft einfach viel einfacher messen, als man denkt. Das ist kein Rocket Science. Man kann einfach mal anfangen, ja, irgendwo reinkommen, einfach eine neue solche Geschichte hernehmen, ja, oder eine andere. Guckt auch so ein bisschen im Internet, dieser Evidence-Based Management Guide, von dem vorher der Benny Seidler auch erzählt hat, ist super wertvoll. Da steht super viel drin, was man da benutzen kann, ja. Und das hilft euch einfach im Team, um besser zu werden, um irgendwie was zu sehen. Und es hilft extrem in der Kommunikation mit dem Management. Danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Ja.